Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Medieval Dynastia. Wir haben beim letzten Mal hier das Banditenlager entdeckt. Oh, Prosipfeil, sehr gut, eine Fackel. Und es sind aber keine Banditen da. Kupfermesser. Ja, ist es nicht herrlich? Leider keine Säcke. Ja, und das war es anscheinend schon wieder mit dem Vergnügen hier. Ich glaube, das wäre Brennholz, aber Brennholz nehmen wir nicht mit. Das ist uns zu schwer. Schade. Das war's schon wieder. Aber immerhin. Oh, da ist ein Wolf. Sich jetzt nur mal schauen. Und hier ist die Ochs. Jawohl, den ersten haben wir schon. Ja, ist es nicht toll? Okay. Da braucht man nur noch drei. Braucht man nur noch zwei. Nehmen wir mal zwischendurch speichern. Ja. Da ist hier schon wieder der Sambo. Schauen wir mal, vielleicht will er jetzt wieder was mit uns zu tun haben. Verschwinde. Ja, es ist blöd, dass der hier... Oh, stillen. Dass der hier uns keine Tierchen verkaufen will. Schauen wir mal, ob hier welche rumliegen. Schaut aber nicht so aus. Wir haben ja die Funktion oder die Aktion, dass wir irgendwelche Schätze finden können. Aber wir haben noch keine Schätze gefunden. Und... schauen wir mal ins Inventar. Ja, ein bisschen was könnte man noch aufnehmen, gute 10 Kilo. Aber ich will jetzt erst einmal auf Wolfsjagd gehen. Das einmal laden, vorsichtshalber. Waren doch hier an der Seite auch immer welche. Also macht euch ja auch richtig Spaß. Sehr gut. Autosave ist ja auch nicht schlecht.
drei Wölfe bräuchte man halt noch. Weil ich glaube auch, dass diese 18, in zwei Jahreszeiten haben wir noch Zeit. Na, dann ist es ja gut. Sind anscheinend hier jetzt im Moment nicht mehr Wölfe. Nee. Halt. Hoppen wir mal ein bisschen. Nee. Tut sich nichts. Bei dem Kahn war doch auch mal was. Ist vielleicht hier wieder was, aber ich glaube, da, wenn man einmal geplündert hat, kommt hier nichts mehr. Nee. Ja. Schade. Ja, da werden wir mal, will ich sagen, im nächsten Quartal, im Herbst, mal hier nochmal herlaufen. Haben wir denn jetzt überhaupt irgendwas gefunden zum Verkaufen? Wir hatten ja hier jetzt diese, glaube ich, Eisenpfeile, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Eisenpfeile sollte man erst bekommen, wenn wir die vier Wölfe haben. Fantastisch ist das, würde ich mal behaupten. Okay. So geht's rucki zucki. Und wenn man da mal hier einen Eisenpfeil hat, dann glaube ich, dann geht man hier nur mehr durch und ballert die um. Die Schweine sind hier eher weniger. Da sollte es doch auch hier mal was geben für die ganzen Tiere, für die Jagd. Tierhaltung wäre das, Produktion. Was haben wir hier überhaupt? Marktstand, Bauhütte. Ja. Die Fallen und wilde Tiere. Aber das haben wir es, wie gesagt, noch nicht, wie wir schon mal festgestellt hatten, noch nicht eingezeichnet. Sind denn die Wölfchen? Tja. Und wo sind wir überhaupt? Auch da sind wir.
Da laufen wir jetzt mal zurück. Obwohl es natürlich schon hier Spaß macht. Ich hätte hier gern, wenn etwas mehr Tiere gewesen wären, schon weitergejagt. Ja, da würde ich mir jetzt mal sagen, dann mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich zurück bin im Dorf. Jo, da bin ich auch schon wieder und kann natürlich gleich routinemäßig die Fallen leeren. Rattenfalle. Rattenfalle ist nichts drin. Okay. So, dann werden wir mal hier unsere Beute reinlegen. 18 mal Pelz. So, mal hier dann noch. Genau, das Steinmesser sollte man dann auch mal hier zu unseren Jägern legen. Weil wir behalten das Kupfermesser. So, da jetzt einmal das Fleisch rein. Muss ich mal kurz schauen. Ja, die Aufnahme läuft. Ich dachte jetzt, was läuft jetzt die Aufnahme? Oder was ist hier los? Und waschen sollten wir uns auch. Jo. So, jetzt nehmen wir hier gleich einmal ein paar Holzschalen mit und da würde ich sagen, dann kochen wir hier 10-mal Essen. Okay. Und dann vielleicht mal, was hat man das letzte Mal? Was hat man das letzte Mal gemacht? Haben wir Kohlsuppe gemacht, vielleicht machen wir diesmal einen Topf Karotten und Fleisch jeweils 2-mal. Mir 20 mitnehmen. Zack. Mal Karotten. Mal auch 20 mal mit. Mal einen Topf. Dann geht's zum Herbst und notfalls werden wir hier dann vielleicht Richtung, von der Karte aus gesehen, Richtung Süden gehen, dass wir unsere restlichen 2 Wölfe uns holen. Das ist dann schon mal nicht schlecht. Dann kann ich gleich einmal schauen in der Kräuterhütte, wie es denn mit vergifteten Eisenpfeilen ausschaut. Und dann werden wir auch Erz holen. Das machen wir auf jeden Fall. Und jo. Dann geht es hier schon wieder vorwärts. Aber das ist wirklich klasse hier mit der Holzarmbrust und natürlich wahrscheinlich dann noch besser, wenn man mal eine Armbrust hat, irgendwie aus Eisen oder so die Richtung. Wie schaut es überhaupt aus mit der Uhrzeit? Da würde ich jetzt sagen, da essen wir jetzt selber nichts mehr, weil wir ja zum Jahreszeitenwechsel wieder komplett aufgefüllt werden. Okay, aber da haben wir jetzt nicht mal einen Heiltrank gebraucht. Es ist wirklich fantastisch. Haben wir keinen Heiltrank gebraucht und waren auch nie irgendwie in Gefahr. So, jetzt schaue ich mal hier rein.
Genau, die ersten Stiefel sind fertig. Das ist schon mal wunderbar. Die haben hier 20 Kälteschutz. Wäre vielleicht auch mal gut. Wir haben doch hier noch so Pelzstiefel oder sowas drin. Da schaue ich jetzt gleich mal, wie viel Kälteschutz die haben. Auch 20. Jo. Ich glaube, die anderen sind da wesentlich teurer. Dann verkaufen wir die. Schluck trinken. Trotzdem. Ja, das ist natürlich hier jetzt zu weit, hier darauf zu laufen. Weil ich glaube, hier sind ja dann auch wieder Wölfe in dem Bereich. Oder wie sind wir hier immer den Weg rauf? Da irgendwo. Da so in dem Bereich. Da werden wir dann erstmal gehen wir mal wieder mal. Oder gehen wir dann gleich los. Ich wollte natürlich hier dann auch einmal wieder rauf. Und vor allem, wir müssen sie auch reparieren. Wir werden da erstmal unser Dorf auch reparieren müssen. Eine Stunde dauert es noch. Jetzt ist gleich Feierabend, Leute. Na, jawohl, die schreiten zum Feierabend. Wie sind die überhaupt drauf? Ich schätze mal, die beiden werden dann ausfallen. Ab dem nächsten Quartal. Schauen wir hier rein nochmal, was an Materialien überschüssig ist. Ja, Brennholz ist sehr, sehr gut. Dung, jede Menge. Oh, Wahnsinn. Da Federn haben wir auch jede Menge drin. Aber wäre schon mal gut, vielleicht ein paar Holzstämme hier aufzubauen. Eventuell wäre mal Holzstamm eine gute Sache, wenn wir dann hier... Ja, das ist ja klar, die brauchen ja nicht beide dasselbe machen. Dann brauchen die hier keine Stöcke. Gut, Bretter macht er eh keine. Ja, das reißt sie jetzt auch nicht gerade raus. Schauen wir mal, was hier geboten ist. Ja, der Stecke muss aber einer schon ein bisschen sammeln. Machen wir es mal so. Einmal Brett. Hier zwei Stöcke und hier gehen wir Holzstamm ein bisschen nach oben. Okay. Jo. Schaut gut aus. Und wie schaut es jetzt aus mit unserer Uhrzeit? 18 Uhr. Was war es? 18.10 Uhr. Mal ein bisschen zu unseren Leuten hier schauen. Na Leute, wie schaut es aus? Ja, Holzrächen liegt hier auch rum. Wäre natürlich schon schöner, wenn das da stehen würde. Machen wir doch mal einen Screenshot. Okay. Ach, X. Alles klar. Seid ihr zufrieden, Leute? Passt alles. Sollte eigentlich so sein. So, dann warten wir jetzt noch mal eine Sekunde. Wir könnten ja mal überlegen, tatsächlich irgendwann mal jetzt im Herbst eventuell hier noch ein Haus zu bauen. Und dann, wie ich eigentlich vor längerem mal gesagt hatte in der letzten Staffel, mal ein Steinhaus. Schaue ich jetzt mal in den Grabungsschuppen rein, ob denn auch Steine mitgewonnen werden. Ja, Ton natürlich am meisten und Stroh. Mhm.
So, aber jetzt soll es langsam soweit sein. So, wie schaut es hier aus? Auch alles gut. Einmal frei. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt können wir uns hinlegen. Soll es gleich soweit sein und jetzt schlafen wir gleich bis zur nächsten Jahreszeit. Schauen wir mal, ob was passiert. Ungezieferplage. Ratten haben einige deiner Lebensmittel im Nahrungsmittellager gefressen. Man kann sie nie wirklich loswerden, oder? Yes. 10% wurden entfernt. Ja, ist der irre. Aber ich glaube, wir haben genügend. Wie könnte ich jetzt hier... Da kann man ja nicht, weil ich glaube, in der Küche ist keiner. Einige Häuser sind hier zu reparieren, aber nicht besonders viel. Ja, da will ich mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Hoffe, ihr seid wieder mit dabei auf unseren spannenden Storys. Und wir hoffen natürlich, dass wir bald dann unsere zwei Wölfe erlegen können. Alles klar dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.